I'll make it up to you soon, I promise. Okay. Okay, okay, chill, Brudi. Okay, okay, chill, Brudi. Ich finde das super irritierend, dass du auf den A-Knopf drücken musst, um einfach eine Abschlussattacke zu machen. So, nehmen wir gerade mal alles mit. Hat sie es überlebt? Keiner weiß es. Hast du es überlebt? Was war das gerade? Sie müssen wahrscheinlich noch mehr Menschen retten, ja? Vielleicht hilft ihnen das hier. Nice. So, nehmen wir das hier gerade noch mal alles mit. Warte, das nehmen wir auch noch mit. Autsch, das machen wir besser nicht nochmal. Hau ich doch hier gerade mal. Oh cool, wir haben einfach keine Heilung mehr. Das ist prinzipiell ein bisschen schlecht. Hier noch was rausholen? Nein, oder? Doch. Strange. Ich muss mich echt dran gewöhnen, diese Abschlussattacke zu machen, weil sie leider super praktisch ist. Au. Au.
So, dann heil mich doch bitte einmal komplett. Sehr schön. Auch noch mehr auf? Oh, natürlich. Ich frage mich, wen habe ich gerade anvisiert? Ich möchte ihn anvisiert haben, okay. So. Okay. Halt, cool gecornert, Bruder. Ein Glück kam ich da wieder raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das gibt's nicht. Was ist denn das für eine scheiß Area hier gerade? Ja, was soll's. Okay, das war... Holy shit. Das war richtig interessant. Die Kabine ist frei, bitte steht sauber halten. Wie Ersatz für Verzweifelte. Uff, Brudi. Oh, warte, da ist ein Automat. Okay, wir können uns hier neuen Stuff kaufen. Wenn du mit mir quatschen willst, kauf doch einfach ein Getränk. Du weißt schon, wie so ein normaler Mensch. Oh, was würde ich dir empfehlen? Jet Chili geht eigentlich immer, wenn man sowas mag. Also los, kauf was davon. It's not like I want to sell you a drink or anything. Uff. Oh, ich habe kein Geld mehr. Kann ich was verkaufen? Okay, sehr gut. Was haben wir denn da so? Kann recycelt werden. Okay, dann kann das ja weg. Kann recycelt werden. Okay, warte, Multiverkauf. Das da, das da. Kann recycelt werden, kann recycelt werden, kann recycelt werden. Aha. Das nicht, das nicht, das nicht. Okay. Dann. Die Limiter-Auffüllrate steigert. Gegen Betäubung. Angriffskraft, Abwehr. Angriffskraft, Abwehr. Oh cool, hier ist nichts, was mich heilt. Das ist prinzipiell ein bisschen doof irgendwie. Just
Na, dann hoffen wir mal aufs Beste, würde ich so sagen. Ah, nee, warte, wir müssen nach da hinten. Okay, ich bin ein Idiot. Don't make me blush, Senpai. Okay, wir müssen eigentlich nach da. Das heißt, wir gucken gerade mal, dass wir eher nach hier kommen. Und dann holt er uns kurz mal hier rüber. Und dann gehen wir nach da oben und machen auch das nächste Portal. Mal schauen, ob ich jetzt drauf gehe. Die Chance ist sehr groß eigentlich. Besonders, wenn wir so ein Ding hier auch noch haben. Okay, sehr schön. Ah, es geht das schon wieder los. Hör auf anzugreifen. Dude. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Oh Gott. So. Verdammt. Ah, verdammt. Oh Gott. Oh, das ist ein bisschen... Ein bisschen ist es gerade. Oh, das kann nicht sein. Komm schon. Okay, sehr schön. Können wir uns jetzt um ihn kümmern, endlich? Oh mein Gott, das kann nicht sein. Wie schnell ist denn der Typ? Was hat denn der bitte für eine Hitbox, Alter?
Das war so klar. Das war nicht zu schaffen. Ach. Okay, vielleicht schaffen wir das doch noch. Ich hätte ihn nur dreimal mehr treffen müssen, Mann, dann wäre ich nicht gestorben. So, Nientres, danke für den Sub. Mega cool von dir. Weißt du, so nach Rennjagen ist halt auch erst was, was du machst, wenn du das Spiel mal durchgespielt hast und halt alles freigeschaltet hast, deinen Charakter auf Max-Level hast und alles. Weil vorher lohnt sich das überhaupt nicht. Vorher bist du eh so scheiße, dass das eh 1000 Jahre dauert, bis hier was passiert. Daher, meh. So, das wollte ich eigentlich haben. Erstmal alles cool auseinandernehmen, so wie es sich gehört. So, kaputte Brille. Hier ist nichts weiter, oder? Doch, noch eine Truhe. Oh, das sieht lustig aus. Sehr schön. Hat das geklappt? Ich glaube, es sieht gut aus. Nehmen wir das mit. Ich schätze mal, die Shop-Typen existieren nicht mehr, oder? Nein, du bist jetzt in Sicherheit auf jeden Fall. Kaufst du vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Nein, oder? Oh. Vielleicht kann ich zu meiner Schwester gehen und sie ist irgendwo, wo es Sinn macht zu sein. Oh, sehr gut. Nice. Ich bin überrascht, wie die Framerate sich tatsächlich hier so ein bisschen hält. Bin aber dann auch wieder nicht überrascht, dass wegen solcher Geschichten die Framerate wahrscheinlich nur auf 30 FPS begrenzt ist.
Ich habe halt keine Ahnung, was hier passiert, Mann. Aber es sah ziemlich cool aus. So, Mädchen. I told you. I could have dealt with that myself. Why'd you have to play hero like that? I'm Dad's kid, just like you are. I don't need any help killing chimeras. I don't even need a legion to hide behind. I'll show you. If I can't take a chimera myself, what's the point of even living? So good. I'm honing in on Akira's position. Ich möchte mal anmerken, dass ich gelesen habe, dass ein so ein... I've got the general location. I'm sending it to your nav system, so keep an eye on your iris. Dass ein so ein Fall halt immer nur so eine Stunde maximal lang ist. Und das hier geht einfach schon 2 Stunden und 20 Minuten, Alter. Ach du liebe Güte, sie haben einfach einen Vendor entführt. Weißt du, wenn die Dinger wenigstens irgendwie Heil-Items verkaufen würden, wären die ja irgendwie auch noch praktisch, aber so sind die einfach echt useless, Mann. Zumindest für mich. So. Nice. Ah, nicht so nice. Perfekter Ruf. Plus 25%. Sehr schön. Was hätte ich lieber? Mario Odyssey 2 oder Mario Sunshine? Ich finde Mario Sunshine leider furchtbar. Ich finde Mario Sunshine leider echt nicht so mega toll, wie es alle anderen finden. Wenn überhaupt, hätte ich lieber ein neues Mario Galaxy. Und zwischen den beiden hätte ich lieber ein Mario Odyssey 2. Verdammt. Also ich hätte halt im Prinzip nichts gegen so ein Odyssey 2 im Stil von Mario Galaxy. Kann ich dich da nicht rüberschicken?
Nö, machst du nicht. Weil das hat ja auch halt einen zweiten Teil bekommen, welcher im Grunde genommen nur so ein DLC-Pack wäre und mehr oder weniger war. Und hätte ich gegen nichts gegen einzuwenden eigentlich. Wenn sie halt, keine Ahnung, so ein Mario Sunshine-Gedöns in... Können wir das irgendwie angreifen? Schaffen wir das? Nee? Okay. Oder doch? Falls sie so ein Mario Sunshine-DLC-Level-Krams irgendwie bringen würden, fände ich das halt lustig. Aber ich bräuchte persönlich jetzt keinen Mario Sunshine irgendwie auf der Switch. Vor allem würde das eh nur super eklig funktionieren. Weil du halt... die Trigger auf dem GameCube-Controller brauchtest, um halt den Wasserdruck variabel einzustellen, und das war halt relevant für Dinge, die im Spiel passierten. Und die Switch hat keine Analog-Trigger, die hat nur digitale Trigger. Das heißt, du drückst drauf, das sind wieder 100% oder lässt los und das 0%, und das ist halt Kacke. Strange. Ach, die Würfel muss ich durchschneiden. Okay. Oh, ich bin so ein Idiot. Ja. Komm mal heran. Ah. Oh mein Gott. Weißt du, das ist jetzt wieder zu hoch für mich. Das war dann doch wieder ein bisschen zu kompliziert, aber das sieht ziemlich cool aus mit dem Rot und Grün. Also ich hätte halt nichts dagegen, wenn sie einfach so eine Mario Sunshine-Welt machen und dann halt, keine Ahnung, irgendwie noch so... 2-3 Welten mit dazu. Das wäre dann halt ein cooler DLC, finde ich. Damit könnte ich leben. Und dann ist es halt so eine eigene Welt und dann ist alles cool und bla, was soll's. Weil sie hinten da ja eh ohne Ende drauf, dass sowas passiert. Anscheinend. Da hätte ich nichts gegen, wenn sie das dann irgendwie machen. Das finde ich süß auf irgendeine Art und Weise. Aber wie gesagt, ich kann tatsächlich auf einen Mario Sunshine auf der Switch richtig hart verzichten. Also halt so richtig, richtig doll. Weil Mario Sunshine, finde ich, einfach auch kein gutes Mario gewesen ist. Okay, Folge der Legion. Ach, da muss ich... Okay, hier ist das Problem. Okay, müssen wir das so machen? Tada! Dass das funktioniert hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Uff, uff, okay. Dann wollen wir mal zu unserem Signalpunkt da hinten. Mal gucken, was da jetzt gleich abgeht.
ist das kompliziert, Mann. So. Das hat mich schon in Metal Gear Rising immer abgefuckt. Komm schon nach hier. Oh, ich hasse mein Leben, Alter. Wäre jetzt noch cool, wenn ich sehen könnte, wo er ist. Oh, das ist doch so eine Fickerei, Mann. Hier irgendwas, was mir was bringt? Ja, zumindest ein bisschen was. So. Oh, du Bitch, Alter. Oh mein Gott, kannst du nicht einfach irgendwelche Special Moves machen? Oh, das ist voll schwer. Ich kann das mit meinem Gehirn nicht klar machen. Machen wir es halt auf die Art und Weise hier. Hä, wo ist er denn? Ich muss seine Kacksachen zerstören, oder? Au. Okay. Hey, S plus, nice. Das kommt davon, wenn man Skill hat und einfach komplett die ganze Zeit verreckt, Alter. Maybe there's something you can use nearby. Use your iris to check. Iris startup. Information display. Ha. Aber wie kann ich das aktivieren? Okay. Mit L in den Pfeilmodus. Ah, okay. Damit kann man was ausrichten. Okay. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht gerade. I'm
checking the data from your scanner. Phew. Akira's only passed out. At least we don't have to worry about corruption yet. Your chopper's already on its way. You'd better get back here quick. Good. The alarm stopped. Seeing as how the Aero Legion was setting it off, I guess that's a given. Hey! Thank God. You're all okay. If I lost you guys too, I don't know what I'd do. Dad used to come here and take care of these cats. If it weren't for him, anything could have happened to them. Rules are rules, even for the captain. No stray animals are allowed in HQ. And he couldn't bring them home because he couldn't risk us getting infected. I guess he thought if he kept them here, he could come by to check on them while he was out on patrol. I followed him here one day. That's how I found out. He told me I could help out, but I had to keep it a secret from everyone else. That meant you too. Dad really wanted to save the world. The whole world, not just the humans. Even these poor little guys. He really was an incredible person. And he was so kind to us, too. I know he wasn't thrilled about us following in his footsteps. He was so afraid we'd get hurt, but I never imagined it'd turn out like this. Hello? Come on. You've got to at least give me a heads up before you run off somewhere. You guys do know I can have them dock your pay if you don't listen to me, right? This is Akira. Oh, my radio must have gotten switched off in all the chaos over here. Sorry to worry you. We're on our way back to HQ. Ugh, Akira, you've got to be more careful. Okay, hurry on back. We're waiting for you. Yep, Roger. This stays between us, okay? Not a word to anyone, especially not Marie. Sweetie? I'll be sure to bring you some cat food next time. Cat food? Wait, how did she hear? You report to the commander. And... Forget it. I think I'd better go talk to Marie. You can spare me the details. I saw everything from here. I didn't expect we'd ever see the Lost Legions again, much less like this. A sudden attack, and then core fusion. It's breathtaking. We've got a tremendous amount of new data to consider. And it's all thanks to you, Legionis. You've got both Sword and Aero Legions registered in your Legatus now. It seems you can wield both interchangeably. If you find the other three, you should be able to use them as well. Seize the opportunity, should it present itself. That is all. You may return to your duties.